Frosche Schawinski, Sie sind Radiopionier der ersten Stunde. Ein rebellischer Citoyen. Nein, Bourgeois. Sie haben viel bewegt in der Schweizer Medienszene. Man hat sie Radiopirat genannt. Das erste Privatfernsehen der Schweiz war meine Idee. Nachdem ich den Kassensturz erfunden habe, wo ja heute noch sehr erfolgreich auf dem Monopolsender SF läuft. Das ist eine beachtliche Leistung, trotzdem... Tageszeitung Die Tat habe ebenfalls ich neu konzipiert. Darauf werden wir in diesem Gespräch später gewiss eingehen. Radio 24 habe ich gegründet, später dann Tele 24. Dann eine Filmproduktionsgesellschaft und dann habe ich mehrere Bücher geschrieben. You can get it if you really want. Herr Schawinski, darf ich Sie bitten, das Gespräch auf Schriftdeutsch zu führen? Denn diese viel beachtete Diskussionssendung wird auch auf Dreisat ausgestrahlt. Sat 1? Nein, Dreisat. Sat 1 habe ich geführt. Bin ich der Chef gewesen? Echt? Aber nicht lang. Ich habe sie ja dann auch aus Berlin vertrieben. Ich bin im Moment die einzige Schweizer Medienführungspersönlichkeit in der deutschen Hauptstadt. Ich verkehre in höchsten Kreisen. Gestern war ich gerade beim Reichskanzler Bismarck zu Gast. Who cares? Im Verlauf vom letzten Jahr habe ich schon wieder ein neues Radio gegründet und eine Konzession bekommen von Moritz. Radio 1 für Erwachsene. Finde ich gut. Diesen Namen haben Sie bekanntlich von einem Berliner Radiosender abgekupfert. Das war nicht Ihre Idee. Doch, den Namen zu klauen, war meine Idee. Roger Schawinski, ich danke Ihnen nicht für dieses Gespräch. Es war wie immer mit Ihnen sehr mühsam und unerquicklich. Guten Abend. Finde ich nicht gut. Das war vis-à-vis. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.